Tier und Mensch im Einklang, im Gleichschritt. Vor ein paar Jahrzehnten noch eine unumstößliche Grundlage für das Leben auf dem Land. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So heißt es damals. Kindheitserinnerungen an laute, aber auch unbeschwerte Sommertage. An Tage, die immer mit dem gleichen Ritual enden. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Die Eifel. Im Dreiländereck Deutschland, Belgien, Luxemburg liegt Olmscheid. Die Sommerferien sind schnell vorbei. Davor und danach wird gelernt. Rosi Moser und Joachim Schröder gehen gerne zur Schule, haben sich 8 Jahre ihres Lebens in eine dieser engen Schulbänke gequetscht. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist das jetzt her. In bester Erinnerung sind noch die Pausenspielchen zwischen den Schulstunden. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Hinter mir und vor mir gilt es nicht. 1, 2, 3, ich komme. Jawohl, und dann ging die Jagd los. Oder Henriette, goldene Kette, goldene Schuh, wie alt bist du? Und dann wurde gezählt. Das war ein Vers zum Seilspringen. Diese Neck- und Spielreibchen, das war uns eigentlich zu billig, uns Jungs. Das haben wir ehrlich sagen. Die Mädchen hatte man da vorbehalten. Die beiden sind nicht weit voneinander zur Schule gegangen. Joachim Schröder wurde später sogar Lehrer. Rosi Moser hat in einem Kindergarten gearbeitet. Kein Wunder also, dass die beiden sich noch an die Kinderspiele auf dem Land erinnern. So, als wäre es erst gestern gewesen. Zum Beispiel war es bei uns gang und gäbe, jeden Abend, ehe es dann ins Haus ging, mit solchen Gipsklickerchen noch ein Gesellschaftsspiel durchzuführen. Und wer schließlich dann die meisten Klickerchen in der Erde, in der Kuhle versenkt hatte, der kriegte dann zum Lohn die Klicker aller anderen, die mitgespielt haben. Der durfte die mitholen. Dann durften wir die mitholen. Der Klicker war, wenn man so will, ein kleines Statussymbol. Wenn ich das präsentieren darf. Also hier, das ist der Klicker des reichen Mannes, sage ich mal. Das ist der Gutsherr, der dicke Bauer, derjenige, der seine Kinder mit diesen Klickern vorschickte. Ich zählte eher zur Mittelklasse und hatte eine Nummer kleiner Glasklicker. Und die Kinder der Tagelöhner und der Kleinstbauern, die hatten lediglich solche Klickerchen aus dem Material Gips. Ganz einfach gebrannte Klicker, die man zum Teil auch selbst geformt hat in der Hand. Klicker. Ja. Und die Klickerchen, wie gesagt, Statussymbol, das stimmt. Aber das hat uns damals nichts ausgemacht. Es gab kein Neid, es gab keine Eifersucht. Wir haben die Spiele so genommen, wie sie waren. Und das war gut so. Gespielt wird meist draußen. In den Sommertagen sowieso. Aber erst nach getaner Arbeit. Manchmal allerdings auch während der Arbeit. Katzenstühle hat man gebunden, wenn man mit den Kühen unterwegs war, irgendwo am Bach. Dazu braucht man nämlich Binsen. Binsen, natürlich. Das sind Binsen. Sehr biegsam. Und dann hat man Katzenstühle gemacht. Das war eine ganz einfache Sache und eine ganz lustige Beschäftigung. Das musste man so oben drüber klappen immer. Ja, trotzdem, die Technik ist bewundernswert. Die Technik ist genial. Ja. Die Katzenstühle, die gab es in allen Formen und Größen. Ich zeige euch das mal schnell. Ja. So ein Katzenstuhl ist ganz schnell ist der gemacht. Na ja. Immer so umklappen. So, und dann war der Katzenstuhl fertig. Ah, ist das das war dann hier die Sitzauflösung und die Rückenlehne. Unten noch geknipst. Und unten hat man dann da kommt mein Taschenmesser wieder zum Einsatz. Dann kauft man die Jungen komm mal wieder. Her, liebe Rosi. Jetzt. Und dann hier das da rein.
Ja. Irgendwie so reinklemmen. Ist das schön. Es hält. Ja. 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 Jetzt kriegt das Ganze hier etwa einen Schnitt. Und dann wird das wohin gepflanzt? Das wurde nirgendwo hingepflanzt. Das hat man sich so aufgestellt. Aha. Und das war in der Puppenstube oder ja, zum Spielen. Wunderschön. Nicht jedes Eifelmädchen kann Katzenstühle binden. Aber jedes Mädchen hat ein Poesiealbum. Und hütet es meist ein Leben lang. Ja, Poesiealbum, das war ein Schatz. Die hat man gekriegt zur Kommunion. Ich denke, dass man mit 9 Jahren auch so weit war, dass man sowas flüssig schreiben konnte. Ja, genau. Und das war wirklich Poesie. Zum Beispiel mein alter Pastor, der Pastor Frömmke, hat geschrieben, deinem Album wünsche ich gute Reise und zugleich dem Kinde, dem es gehört, dass jedes wächst auf seine Weise und dass den Fortschritt beider niemand stört. So, wem fällt heute noch sowas ein? Aber dieses Büchlein, das haben auch die Kinder untereinander noch ausgetauscht. Ja, sicher. Die Mädchen, du hast ja, die, hast ja dann Freundinnen und Lehrern und Verwandtschaft hat man es dann mal mitgegeben. Die sollen da was reinschreiben. Ich habe das jetzt noch mal rausgekramt. Ich stelle fest, dass ganz viele Leute gar nicht, die gibt es gar nicht mehr. So viel Poesie, so viel Musik. Die Sommertage in der Eifel sind voller Rituale. Es gibt hunderte von Volksliedern, die wir gelernt haben. Dann gibt es auch noch spezifische Eifelliedchen, natürlich. Und ein Lied, das wird zu jeder Gelegenheit, gesellschaftlichen Gelegenheit, auch später noch gesungen. Kein schöner Land. Wenn ich mir hier die Umgebung in Olmscheid anschaue, ne, der Weitblick ins Dreiländereck, dann fällt mir das Liedchen ein. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Urlaub in den 50ern. Endlich reicht das Geld, um in die Sommerfrische zu fahren. Keine großen Sprünge. Schwarzwald ist möglich. Oder Bodensee. Um den Geldbeutel zu schonen, ist Zelten angesagt. Doch Campingplätze sind damals noch rar gesät. Oberhalb des Bodensees in Heiligenbergsteigen liegt einer dieser frühen Zeltplätze. Heute steckt hier niemand mehr Zeltstangen ineinander oder bläst Luftmatratzen auf. Damals ist hier aber jeden Sommer der Bär los. Als Junge mit 9, 10 Jahren, 10 oder so, war das total besonders. Dann kommen plötzlich fremde Leute aus der Stadt. Und die haben Hochdeutsch gesprochen und waren so ganz besonders und nett und so. Und das war einfach die Begegnung mit den Menschen. Also wenn man das mal ganz allgemein sagt, das war einfach das Tolle. Die letzten Gäste sind schon lange abgereist. Heute stehen hier die Skulpturen des Bildhauers Herbert Steele inmitten von Blumen. Ein stilles, kleines Paradies. Dass sie sich errichtet haben. Herbert und Antonia Steele. Antonia Steele stammt aus Bärental an der Donau. Ihre Familie besitzt eine kleine Landwirtschaft. Herbert Steele ist hier in Steigen geboren. Sein Vater stirbt urplötzlich, 1955. Die Mutter von 2 kleinen Kindern steht vor dem Nichts. Und dann hat sie durch die Bekanntschaft vom Ort, von Leuten, die in Urlaub sind, nach Italien mit dem Zeltle erzählt,
komm, mach doch, kannst doch einen Zeltplatz machen, du hast doch so schöne Wiese und so. Und haben auf sie eingeredet und sie als junge Witwe hat dann irgendwie, plötzlich hat es dann doch gemacht. Sie hat sich überzeugen lassen, hat dann 58, also 3 Jahre nach dem Tod, war der Zeltplatz schon da. Und die ersten Gäste kamen und es war eine Einnahmequelle. Sie war mutig, dass sie das gemacht hat. Das also wahnsinnig eigentlich so. Im ehemaligen Stall bauen sie Toiletten und Waschräume ein. Die Tränken der Tiere werden zu Waschbecken. Der Bach, der fließende Bach, der war der Kühlschrank. Da stand die Bierkiste stand im Bach. Und dann hat meistens irgendjemand Gitarre gespielt oder Akkordeon. Und mit einem Schlag ändert sich das Leben. Herbert muss die Wiese in Ordnung halten, Feuerholz holen, Waschräume putzen. Und abends dafür sorgen, dass die Gäste nicht zu lange feiern. Und ich bin da relativ schnell in so eine Rolle reinkomme als Mann im Haus, Vaterersatz, Mannersatz so ein bisschen. Das heißt einfach, ich war schon total gefordert. Viele Familien kommen damals auf ihren Zeltplatz. Manchmal auch junge Paare. Dann ist immer die Frage, sind die auch wirklich verheiratet? Und wenn so ein Paar kam, wo das nicht ganz klar war, dann war bei meiner Mutter Alarmstimmung. Also muss man aufpassen. Es war nämlich offiziell, gab es diesen Kuppeleiparagrafen, es stand auch bei der Genehmigung vom Zeltplatz drin, Gäste zweierlei Geschlechts, nicht verheiratet, dürfen nicht im gleichen Zelt übernachten. Da war meine Mutter schon sehr drauf bedacht, dass das so ist. Und wie hast du es gelöst? Wie ich es gelöst habe? Ich war natürlich in der Zwickmühle. Wo ich ein bisschen älter war, fand ich das irgendwie ja ein bisschen spannend irgendwie. Und war aber gleichzeitig hier quasi die definierte Autorität am Platz. Und du hast doch erlaubt, oder? Oder hast du die Augen zugedrückt? Ich kann ja nicht abends im Zelt rumgehen und gucken, wer in welchem Zelt ist oder so. Das geht nicht. Also es war so ein bisschen spannend. Noch spannender wird es, als er selbst in das Alter kommt, wo er sich für Mädchen interessiert. Sommer 1966 kam eine Familie aus Kassel mit 5 Kindern, so Kind und Kegel und Zelt. Und dann war auch ein Mädchen dabei, so in meiner Alterskategorie. Hab dann gleich so ein Auge auf sie geworfen. Und man hat einfach gemerkt, wir waren uns sympathisch und dann sind wir in den Wald hier, da gibt es ja so viele Spazierwege und ist da spaziert und hat erzählt und hat sich angenähert und der Arm rumgelegt und einfach mal so sich angenähert und geküsst und das war hoch dramatisch und ich war heiß und innig verliebt und unsterblich. Und was Neues für dich? Sozusagen. Ja, das war man natürlich total neugierig, weil wie tut es? Wie fühlt sich das an? Es tut gut. Zeltplatz, Sonne und erste Liebeleien. Nicht nur für Herbert Steele die schönsten Sommererinnerungen an die 1960er Jahre. In einer der schönsten Regionen der Pfalz liegt Roth unter Riedburg, entlang der südlichen Weinstraße bei Edenkoben. Eine von der Natur bevorzugte Lage. Fast scheint es, als sei die Zeit stehen geblieben. Bei einem Winzer, der alles immer noch genauso macht wie vor 60 Jahren. Denn ein PS war Herbert Häusler immer schon genug. Heute wie damals, als Pferde noch die wichtigsten Helfer der Winzer sind. Er ist ihnen immer treu geblieben. Rico und all seinen Vorgängern. Es war schon immer bei mir. Andere haben ihr Schlepper gekauft und ihren Gaul ist beim Metzger gelandet. Und ich war immer da. Ich habe mit meinem Vater in die Sput gehabt. Mein Vater war ein großer Maschinenmensch. Und da habe ich gesagt, und ich kaufe mal wieder einen Gaul. Und dann hat er, da war ich 14, 15 Jahre, da bin ich gerade zur ersten Schule gekommen. Und dann hat er gesagt, ich hoffe, ich darf das Wort so drastisch sagen, also mehr Scheiß kennen wir in der Stall. Das war seine Antwort drauf. Und meine Antwort war, da warte ich, bis der Stall Mai ist. Und der Tag war gekommen, 1973. Heirat,
zwei Buben gekriegt, Gaul gekauft. Herbert Häusler, der Winzer, und Rico, sein Ross. Sie sind ein perfektes Team. Seit seinen Kindertagen liebt er Tiere. Vor allem Pferde. Mit Pferd statt Maschine zieht er in den Weinberg. Tag für Tag. Was viele Winzer heute wieder entdecken, hat er immer schon so gemacht. Denn mit Pferden ist er groß geworden. Damals, als es nicht nur seins, sondern noch 60 andere Rösser gibt im Dorf. Und jeder Tag ein neues kleines Abenteuer bereithält. Der Hans, also mein Freund und ich, wir haben mal die glorreiche Idee gehabt, heute holen wir mal den alten Max aus dem Stall. Da waren wir noch keine 10 Jahre alt, waren wir vielleicht so 8, 9 Jahre alt. Und haben uns draufgeschwungen. Beim Nachbarn der Überwasser ein Haufen Holz. Und dann sind wir auf das Holz gekrabbelt und dann auf den Max nicht. Und dann sind wir los. Er wollte nicht laufen mit uns, mit unserer kurzen Beine. Wir haben ihn nicht treiben können. Und wir haben es aber geschafft, bis auf Edeko ins Schwimmbad. Angeben, also richtige Angeben, mehr zwei. Aber wie wir dann heimgekommen sind, war das rum in der Angeberei. Der Opa hat nämlich den Gaul gebraucht und wir hatten den Stall verlieren. Wo ist jetzt der Gaul? Ja, und dann ist das große Donnerwetter losgegangen. Und mein Vater hat immer so, also ich muss verrechnen, egal wie die Zeit war damals, also körperliche Züchtigung hat es bei uns nie gegeben. Also mein Vater, Großvater, das hat es nie gegeben, das war etwas, was ich nie gekannt habe. Und bloß mein Vater hat dann immer so über die Arche geguckt und hat gesagt, und du gehst am besten gleich ins Bett, ohne Essen. Dann nach einer halben Stunde hat es dann geklopft an die Tür und da war die Oma und sie sagt, Großer, was will ich denn zu essen machen, was hättest du denn gern? Das waren dann immer die Vorteile von deiner Großfamilie. Ne? Morgens schon haben die Eisenräder gerappelt und die Hufe geklappert. Damals hat das Dorf gelebt, sagt er, draußen auf der Gasse. Und dann ist da auch immer dieses gewisse Etwas, das er vermisst. Etwas, das er bis heute in der Nase spürt. Ja, und dann halt die Gerüche. Und vor allen Dingen, was halt mich immer fasziniert hat, es hat noch Pferdestall gerochen, noch Kuhstall, noch Schweinestall. Und das kam die Mischung aus dem ganzen Dorf, die hat das gemacht. Der Geruch ist anders, derber. Strenger als heute. Jede Jahreszeit hat ihren eigenen Duft. Den des Sommers mag er am liebsten. Das war ein Geruch von Heu. Es waren immer zwischendrin, zwischen den Weinfeldern, waren noch kleine Wiesen. Und das hat natürlich noch Heu gerochen. Und es gibt für mich nichts Besseres zu riechen wie frisches Heu. 180 Winzer sind sie. Damals noch, in den 50ern. Im kleinen Rot unter Riedburg. Geblieben sind davon 14. Und er ist der Einzige mit Pferd. Sein Pflug ist sogar älter als er selbst. Sein Schwiegervater hat ihn gebaut, ein Schmied, 1936. Von Frühjahr bis Spätsommer ist er so unterwegs. Mann und Pferd schuften dann gemeinsam zwischen den Rebstöcken. Wie früher auf dem Land. Nach dem Krieg war ja alles auf dem gleichen Stand. Der Krieg hat ja viel gleich gemacht. Aber die einfachen Leute oder die mittelständischen Winzerbetriebe, die haben da schon zusammengehalten. Also war eine größere Arbeit war wie Rebenpflanzen. Und das ist alles mit der Spade gemacht worden. Und dann hat man ruckzuck 10, 15 Leute gehabt, die da geholfen haben. War gar kein Problem. Und wie ich dann so mit 14 Jahren die Leute im Dorf gemerkt haben, dass ich das weitermache, den Winzer. Und da hat der Ober, ein Wingertsnachbar, hat neben mir geschafft. Und da hat er zu mir gesagt, ah, früher haben die Alten halt so gesagt, oh, Großer, bleibst auch daheim. Nicht? Das war so das Schlafwort. Und ja, dann hat er gesagt, kann ich mal, ich sage dir eins. Schaff der Arbeit, guck, dass alles in Ordnung ist. Und wenn es hier rum ist und es ist noch ein Penny übrig, war es ein gutes Jahr. Leb gut, hat er gesagt, wenn es noch ein Penny übrig ist, war es ein gutes Jahr. Das war so der Zeitgeist damals, wenn ein Penny übrig war. Ne? Ja. Vieles hat sich geändert seit damals. Aber der Rosswinzer von Roth wird es immer weiter so machen. Denn weniger Maschineneinsatz bringt mehr Qualität, sagt Herbert Häusler. Und außerdem,
Auch davon ist er überzeugt. Schont reine Muskelkraft die schöne Natur. Und ich weiß auch ganz genau, die Minute, wo ich jetzt hier schaffe, geht nichts kaputt an der Natur. Weder am Boden, Wasser, Luft, was ja unsere drei wichtigsten Elemente sind. Und manchmal denke ich halt, wenn jetzt der Leben so langsam rum ist und ich habe bloß so ein Truppe Gletscherwasser gerät, wo nicht geschmolzen ist. Und dann habe ich schon viel gepackt in meinem Leben. Er will noch lange weitermachen. Mindestens bis er 90 ist. Juli auf der Schwäbischen Alb. Die Weizenernte steht an. Hier oben müssen alle Schwerstarbeit leisten. Auch die Kinder, die gerade im Sommer wie die Erwachsenen schuften müssen. Von der Schule heim. Nichts essen. Auf los, Kinder, wir müssen raus. Es kommt ein Gewitter, dann muss man das Heu schnell auf die Häuser machen. Ja? Also wir wissen schon, was arbeiten heißt. Ja. Also wir haben schaffen und sparen jung gelernt. Das hat Oma ja. Einmal gesagt. Ja. Schaffen und sparen muss man jung lernen. Kann man sagen, morgen bist du volljährig, ab morgen muss schaffen und sparen, dann ist schon spät. Und die hat immer gesagt, Kinder bis 3 Jahre müssen sie gezogen sein, da muss man wissen, was sie dürfen oder nicht. Und wenn man verheiratet ist, dann beim ersten Leib Brot muss er gezogen sein. Ja, das habe ich leider versäumt. Die Schwestern Carmen Fahner und Gertraud Dräger mitten in ihren Erinnerungsstücken. Aber die erzählt sie heute wieder. Carmen Fahner hat im Dachgeschoss ihres Wohnhauses ein kleines privates Museum gebaut. Wenn die erzählen könnt, am Frühstück die grauen Gesichter morgens. Die beiden Schwestern sind auf dem Hof der Großeltern in Asch bei Blaubeuren aufgewachsen. Die Sommer ihrer Kindheit, arbeiten bis zum Umfallen. Also, wenn ich an die Heuerne denke, das war verbunden mit Schweiß, Durst, ja, und auch Staub, ja, und eben einfach Erschöpfung. Und die Sonne scheint und scheint und nichts zu trinken. Und wenn man zu Oma was gesagt hat, ja, jetzt muss ich halt warten, bis wir nach Hause kommen. Das war für mich eigentlich das Schlimmste. Oma hat immer gesagt, wenn du trinkst, dann kriegst du irgendeinen Durst. Das macht man ganz einfach. Die hat zertrocknete Äpfelschnitz oder eine Zwetschge im Schürztasch gehabt. Und hat sie gesagt, das schlutschst du jetzt. Und bis heute Abend musst du es aber immer noch nicht unterschlucken. Immer bloß schlutzen. Und dann kriegst du keinen Durst. Aber die Erwachsenen haben doch große Steingutflaschen dabei. Und da war meistens Most drin, vielleicht ein bisschen mit Wasser vermischt. Und da haben eben die Ältere getrunken, die haben ihren Durst gestillt. Und wenn wir gesagt haben, dürfen wir auch trinken? Ja, nein, das ist nichts für Kinder, das ist Alkohol. Abends nach Hause fahren, das Beste an der Ernte. Und wenn die Wiese weit entfernt war vom Dorf, war das wunderschön. Dann ist man auf den Heuwagen gelegen und hat die Wolke dann so gesehen und hat die tolle Figuren von den Wolken. Und dann haben wir gedacht, hoffentlich sind die nur ewig lang noch nicht da, dass wir das genießen können. Das war schön. Und wir waren schon alle ein bisschen Losmädler, kann man schon so sagen. Und da haben wir auch manchmal Sachen gemacht, was vielleicht nicht so ganz in Ordnung war. Und ich denke, das war ganz gut, dass wir nicht so viel Freizeit hatten. Sonst hätte mir wahrscheinlich Mr. Mal hinter Gitter. Wenigstens einen Tag. Wir waren schon elende. Auch was versteckt dann oder am Bauer irgendwas, die Hängkupplung einfach versteckt. Und dann hat er will seinen Wagen hängen und hat die Kupplung nicht gefunden. Und lauter so Sachen. Es war also nicht so lustig. Ja. Da fällt mir jetzt gerade was ein, wenn du das. Also, ich habe eine Freundin gehabt mit dem Bauernhof und die einen Haufen Hähner gehabt, also Hähnergarten. Und dann haben wir halt auch, ja, irgendwie gedacht, jetzt können wir doch irgendwas machen mit den Hähnern. Und dann haben wir Brotbrigerle gemacht, also Brotschnitter, haben das mit Schnaps getränkt. Und dann sind die Hähner bald angefangen, gell? Dann haben die gestützt mit den Fliegel. Und ein Hähn hat es nicht überlebt. Ja. Die ist dann, wollten Stall rein, ist auf dem Schweller, ist die verendet.
Und noch die Mutter. Was ist mit meiner besten Lehrerin? Was ist mit ihnen passiert? Und mit einem ganz schlechtes Gewissen geht. Haben aber nichts gesagt. Die Äcker halten sie im Sommer ständig in Atem. Auch als Jagdrevier. Der Mais, also der hat auch mal gesagt, der Großvater. Ein richtiger Bauer lässt keine Maus leben. Und wir haben eigentlich die Mäusler Leute tun, gell? Aber das war schon brutal, wenn es eine Mäuseplage war. Das Beste war einfach das Güllefass, also das Seuchfass, sagt man auf Schwäbisch. Hat man gefüllt, einen Schlauch nah, und dann hat der Großvater in die Löcher überall den Seuch reingelassen. Und dann sind die Mäuse rausgekommen, die waren natürlich schon ein bisschen benommen. Und dann hat man so genagelte Schuhe gekriegt mit so Eiserle. Und dann mussten wir die Mais da trappen. Ja. Und ich habe gedreht, dann schon rausgekriegt, ich habe den Absatz immer und habe dann so gedreht einfach. Und die dann piepst, und wenn sie aufgehört mit Pieps, dann war sie tot. Und da hat man sogar Kopfgeld gekriegt. Sonst hätte man es nicht gemacht, da hat man ein bisschen erpressen. Das war einfach nicht so schön. Ich bin der Vorsprung, wenn die Mais aus dem Loch gekommen sind. Ja. Mein Vater hat gesagt, gang du, hol mit dir, kann man keine Mais fangen. Justingen auf der Schwäbischen Alb. Hier wohnt Hedwig Walz im ehemaligen Hof ihrer Eltern. Die Landwirtschaft haben sie schon vor langer Zeit aufgegeben. Nur den Bauerngarten pflegt sie noch mit viel Liebe. Auch als Kind gab es für sie im Sommer ständig was zu tun. Ich war vielleicht in der ersten oder zweiten Klasse, hatte hier auch eine Freundin in der Nachbarschaft. Und wir haben uns einmal ein Husarenstück erlaubt. Und zwar war uns das einfach zu dumm, die Gänse zu hüten. Und dann haben meine Freundin und ich beschlossen, wir binden die Gänse an. Wir haben sie aber nicht an den Beinen angebunden, sondern am Hals. Und die haben sich dann alle erhängt. Ich habe dann also nicht nur ein bisschen Strafe gekriegt, das merke ich also heute noch, wie das damals schlimm war. Hedwig Walz ist das vierte von 5 Kindern. Alles Mädchen. Nur der kleinste ist ein Junge. Ihr Vater kommt 1946 schwer verwundet aus dem Krieg heim. Da müssen die Kinder mithelfen, wo sie nur können. Für die Feldarbeit haben sie Kühe und ein Pferd. Endlich, im Sommer 1959, bekommt der Vater einen Kredit für einen Traktor. Das war das Highlight. Der hat Krach gemacht, den hat man schon auf 100 Kilometer gehört. Aber der Vater darf ihn nicht fahren. Er ist zu schwerhörig. Und die älteren Schwestern sind alle schon aus dem Haus. Bleibt nur Hedwig. Aber sie ist erst 15. Dann musste ich eine ärztliche Untersuchung über mich ergehen lassen. Man muss dazu wissen, ich war ein sehr zartes Kind. Ich habe nicht mal 50 Kilo gewogen. Und der Arzt hat gesagt, also Mädle, das kann ich nicht verantworten. Dann habe ich halt zu dem Doktor gesagt, also Sie müssen mir die Erlaubnis geben und die Bescheinigung ausstellen. Mein Vater hat den Bulldog schon gekauft. Ich bin dann morgens zur Prüfung gegangen und mein Vater hat gesagt, wenn du durchfällst, brauchst du gar nicht heimkommen. So. Aber ich bin nicht durchgefallen, ich habe es halt so geschafft, war nicht anders zu erwarten. Hedwig fährt Traktor. Im Dorf ist das wochenlang der Aufreger. Ein Mädel auf einem Traktor. Kann das gut gehen? Wir hatten einen sehr kritischen Nachbarn, der stand immer im Hof und hat geguckt, weil ob ich das jetzt auch schaffe oder ob ich da jetzt irgendwas kaputt fahre. Einen praktischen Unterricht im Traktorfahren hat sie aber nie gehabt. Wenn ich nicht geradeaus gefahren bin, was am Anfang schwierig war, mit einem Traktor geradeaus zu fahren, hat mein Vater gesagt, das ist etwas ordinär jetzt. Du machst Reue wie Sauseuch. Das heißt also, wenn eine Sau pinkelt, dann läuft das auch so weg. So habe ich angeblich
gerade ausfahren können. Aber die Sache hat sich positiv entwickelt. Ich war dann nachher eine super Traktorfahrerin und war auch stolz auf die ganze Sache. Wir haben das Pferdefuhrwerk erlebt und dann aber auch die Bulldog. Und da, weißt du, mit der Oma, die hat nicht mehr gewusst, wie man hält. Ja. Und dann hat sie halt geschrien, früher beim Fuhrwerk hat man geschrien, EHA, also Brrr. Wenn es hat mich so halten. Und die hat halt geschrien, Eha, Eha. Und der Bulldog hat halt gehalten. Ja. Und zum Schluss hat sie nicht mehr gewusst, dann ist sie auf Mische drauf gefahren. Also sie war praktisch, gell? Auch Hedwig will's praktisch. Wenn sie schon Traktor fährt, dann nicht im Rock. Da flattert der Rock überall hin. Das war also auch nicht praktisch. Und das Auf- und Absteigen, man musste ja immer den Röcke zusammennehmen. Und es war natürlich auch eine kleine Revolution, sagen wir mal so. Ich war also vielleicht nicht das unterwürfigste Mädchen oder auch nicht das braveste Mädchen. Und deshalb wollte ich das auch einfach unbedingt. Hedwig Walz setzt sich durch und ihre älteren Schwestern helfen mit. Sie arbeiten in einer Textilfabrik und besorgen ihr eine Blue Jeans. Hinten zwei gelbe Reißverschlüsse. Es war super. Also ich habe diese Hose angezogen und geliebt. Aber es gab Schwierigkeiten. Wir hatten Ordensschwestern im Dorf. Und die Schwester hatte dann also zu meiner Mutter eines Tages gesagt, also wenn man mir keinen Rock mehr hat, dann näht sie mir einen. Aber das Highlight kam noch im Sommer, als meine Schwestern mir auch noch eine kurze Hose gekauft haben. Die habe ich dann im Haus, also ich habe mich dann immer im Haus parat gestellt, bin schnellen Schrittes um die Mischte rum, damit ich auf kürzestem Weg meinen Traktor erreiche. Und damit ich dann schnell wegfahren konnte, weil das hat natürlich unser kritischer Nachbar auch registriert. Ja, das waren Zeiten, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Mesenich an der Mosel. Es dauert ein bisschen, bis die Touristen in den späten 60er Jahren auch die kleine Gemeinde an der Mittelmosel für sich entdecken. Der Andrang ist zunächst überschaubar. Peter Servazzi ist noch ein kleiner Bub, als seine Mutter die ersten Ausflugsgäste in Mesenich begrüßen darf. Da gab es ein Schiff, das ist von hier oder von Briedern nach Korum gefahren. Die Marie von Balchen ist nach Korum gefahren und die Traben-Trabach ist halt immer nach Traben-Trabach gefahren. Einmal am Tag, hin und her. Also heute am Tag kommen bestimmt zwischen 2 und 4 Hotelschiffe vor. Ah, jeden das. Tag in der Saison, wo? Ja. Und was für Kameraden, das war früher nicht so gewesen. Früher, das ist die Zeit, als sich für die Servazis vieles verändert. Vor 50 Jahren wird aus dem kleinen Winzerbetrieb ein Unternehmen, das seinen Wein direkt an die Hausgäste verkauft. Die ersten Touristen kommen aus den nicht allzu weit entfernten Großstädten am Niederrhein nach Mesenich. Wir hatten viele Gäste aus Düsseldorfer Bereich. Die Könner waren so alt wie ich damals. Mit denen ist man an die Mosel, wir hatten ein großes Schlauchboot, da hat man den ganzen Tag auf der Mosel rumhantiert. Das war einfach so, für die war das ja ein Traum. Ja, und da kamen noch immer mehr Gäste, da kamen noch viele, kamen noch die Fremde von der Straße, haben wir immer gesagt. Da braucht man noch nicht so Reklame zu machen. Früher waren das nicht die Gäste, das waren die Fremde, also die Fremden. Die Fremde kommen. Fremdenzimmer stand doch dann überall am Haus, Fremdenzimmer zu vermieten. Und heute ist das, sind das ja unsere Gäste. Ich meine, wir hatten noch nicht viel Zimmer damals. Am Anfang eins. Im Haus. Und meistens waren dann die Gäste am Wochenende da. Und da musste mir können, morgens bei Zeit gefrühstückt haben, weil die Gäste dann zum Frühstücken kamen. Und wir mussten dann wechseln. Die Gäste waren immer an erster Stelle. Ist ja auch richtig so. Ja? Die Gäste haben auch einen Urlaub. Die wollen ja roh haben. Musik.
Irgendwie verstehen es die Mesenicher, die Hektik bis heute von der Straße, dem Radweg und von der Mosel fernzuhalten. Die Hausgäste schätzen seit den ersten Tagen die familiäre Atmosphäre. Da kam mit dem Wochenende von Mülheim Ruhr. Ja, dann hat er mit den Kerlen geangelt. Der Bekannte, der uns da Fische gelernt hat, der hat uns so eine alte Rute gegeben, da war einfach ein Schnur dran. Ein Wurm oder ein altes Brötchen klein gemacht und dran gemacht. Also das war eigentlich egal, was man halt fischen wollte. Für einen Aal zu fangen muss ein Wurm dran sein. Und für Fried Fische zu fangen, da hat man Kartoffel oder Brot gehabt. Ja. Und da haben die Jungen da auch die Kimbele gebaut. Das ist eurer Zeit, zu unserer Zeit nicht mehr. Ja, da haben die so aus den dicken Steinen so eine Mauer gebaut. Und da war an der einen Seite war ein Einlass für die Fische. Und wenn sie gemerkt haben, da sind noch drin, da haben sie vorne einen Sack hingetan. Und da haben sie die Fische rausgeholt. Der Fluss als Spielplatz für Groß und Klein. Und wie überall in Deutschland wird auch am Moselufer am liebsten dem Fußball hinterhergejagt. In Erinnerung hat man jeden Tag Fußball gespielt, gar für nichts anderes. Im Fernsehen kam noch nichts und dann ist man raus. Da hat man Fußball gespielt. Hey, auf der Wiese, wo man jetzt davor sitzt, hat man zwei Jacke oder einen Stock hingestellt, das war unser Tor. Und dann haben zwei Mannschaften gebildet und dann hat man Fußball gespielt. Der ganze Tag. Und wenn man nicht aufpasst, dann fliegt der Ball im hohen Bogen in die Mosel. Da musste man noch. Entweder war es keine Gore, der konnte dann wegschwimmen. Keine gute. Es war kein guter keine Ball. Gore. Keine Gore. Es war keine Gore-Ball, kein guter Ball. Da ist der Treibe gelassen. Oder die Strömung hey, bei uns ist so, dass der auf der anderen Seite in der Gore wieder antreift. Da ist man mit dem Fahrrad über Seenheim die andere Seite runtergefahren. Und hat dann der Ball auf der anderen Mosenseite wieder angelandet. Weil irgendwann hat man ja kein Bell mehr gehört. Ja? Oder man muss halt eben kurz hinspringen und rausfischen. Das ging aber auch nur im Sommer. Früher, im Spätjahr war das schon ein bisschen kalt. Ja? Wer jetzt denkt, für die Moselkinder gibt es in den Sommertagen keine Arbeit, der irrt gewaltig. Wir sind aus der Schule gekommen, dann war meine Oma vielleicht da, dann hat man die Hausaufgabe gemacht, wenn man in dem Alter war. Und dann lag da ein Zettel und das war zu erledigen. Da ist nicht gesagt, okay, würdest du mal bitte heute Nachmittag eventuell das und das. Da stand drauf, das geht gemacht. Da in der Wingert muss da gehen, da muss Kraut gerupft gehen. Oder im Keller sein, die und die Flasche zu etikettieren, das war zu machen. Man hat in der Familie mitgeholfen. Man war schon ein Teil des Betriebes, der mitgeholfen hat, dass alles rundgelaufen ist. Idylle am nördlichen Schwarzwald. Das Dorf Vollmaringen, die Heimat von Margret Reible. Heute verbringt sie jede freie Minute in ihrem Garten. Früher, als sie noch zwei Dörfer weiter auf dem Hof der Eltern lebt, mag sie das Landleben nicht. Immer ist irgendwas zu tun. Zum Beispiel Schafe hüten. Ich musste immer von einer Koppel zur anderen immer hinterher springen, dass wohl alle Schafe dabei sind. Und das habe ich immer gehasst, vor allem durchs Dorf durch. Das war immer Strafe, Höchststrafe. Denn da können ihre Freundinnen sie sehen. Margret Reible. Oft muss sie im Sommer schon um 4 Uhr aufstehen. Ich heirate nie einen Bauern, denkt sie damals. Später hat sie es doch gemacht. Und die Entscheidung nie bereut. Aber von Schafen hat sie zeitlebens genug. Wir waren so 13, 14. So die ersten Freundschaften sind entstanden von der Schule, vom Konfirmandenunterricht. Und wir haben ausgemacht, Ausflug, super, wir sind alle dabei. Alle Mädels, alle Jungs, natürlich heimlich. Also das haben wir nicht gesagt, dass die Jungs dabei sind. Wir wollten wandern, wollten uns treffen auf einer Ruine. Und mein Vater hat mir offenbart, dass ich Schafe hüten darf. Er hat es nicht verstanden, dass ich eigentlich zum Ausflug wollte. Und hat mich wirklich gezwungen, die Schafe zu hüten.
Naja, ich habe es dann irgendwann akzeptiert und habe die Schafe gehütet, aber dann kam das Schlüsselerlebnis. Meine ganze Freundinnen samt den Freunden kamen vorbei, haben sich halb tot gelacht. Vor allem, das war so das erste große Date, das wir ausgemacht haben. Das war wirklich, es war was ganz Besonderes auch für mich. Und dann ging es natürlich durch Schafehüten baden. Und das habe ich ihm dann immer irgendwie wieder gesagt. Und er hat auch selbst bis ins hohe Alter hat er immer gesagt, fang bloß nicht an mit der Schafgeschichte. Fang bloß nicht an, ich weiß es, aber hat er nicht geschadet. Entweder Schafe hüten oder Babysitten für die Nachbarn, damit die Mütter Zeit haben, aufs Feld zu gehen. Einmal passt ihr das gar nicht, weil sie lieber mit den Freundinnen Blumen pflücken will. Also nahm ich den Kinderwagen mit, schob den in die Wiese, war eine totale Feuchtwiese. Das heißt, der Kinderwagen, die Räder haben sich nicht mehr dreht. Und irgendwann konnte ich, glaube auch kraftmäßig, den Kinderwagen in der Wiese gar nicht mehr schieben. Hab den irgendwann vergessen. Ich wollte ja mithalten. Ich wollte ja auch die schönen Blumen, dass meine Freundinnen die nicht alle wegpflücken. Und ging der Wiese entlang, am Bachlauf entlang, pflückte Blumen und kam bestimmt gefühlt nach einer Stunde heim und hab zuerst mal eine Watschen gekriegt. Da denke ich, nee, ich wusste gar nicht wieso. Mir war nicht bekannt, was ich eigentlich verbrochen hatte. Ich hatte ja einen wunderschönen Strauß. Und dann kam's, wo hast du das Kind? Oh, das Kind mit Kinderwagen steht noch auf der Wiese. Nee, eine Nachbarin oder so ganz außerhalb war ein Haus. Und die hat es beobachtet, wie wir Mädels weg waren. Und plötzlich stand der Kinderwagen noch da. Und die wusste ja auch, im Dorf wusste man ja, welches Kind wem gehört. Und hat es dann heimgebracht. Das war natürlich, ja, keine so tolle Geschichte. Ein Highlight in jedem Sommer ist das Dorffest. Die Mutter hat im Dorfbackhaus gebacken. Man hatte zuerst die Beerden, wie man bei uns sagt, also Zwiebelbeerden, Rahmbeerden, die hat man gemacht, hat dann die hat der halbe Umkreis versorgt. Man hatte dann sogar oben drüber, über dem Backhaus, war so eine kleine Arrestzelle. Und da mussten manchmal diese Landstreicher mussten da rein. Und ich kenne es nur als Kind, da hat man so ein Stück abgeschnitten und hat es mit der Backschaufel vor das Gitterfenster nach oben gehalten, damit er sich so ein Stück holen kann. Es waren wirklich keine Schwerverbrecher, aber eher Landstreicher. Und man hat gebacken, hat die mitversorgt. In der Mitte, zwischen Eifel und Pfalz, liegt der Hunsrück. Große Zentren findet man hier kaum. Malborn ist eines von vielen Dörfern. 1300 Menschen leben hier. Im Mittelpunkt immer noch die alte Schule. Auenland Grundschule heißt sie heute. Hierher kehrt Roswitha Gruber zurück. Zum ersten Mal nach fast 60 Jahren. An den Ort ihrer ersten Stelle als Lehrerin. Und so viel hat sich gar nicht verändert seit damals, 1961. Bunter ist es geworden und übersichtlicher im Klassenraum. Und mein erster Schultag hier, das war der 16. April 1961. Und dann ging ich hier rein und hatte diese Riesenmenge Kinder vor mir sitzen. Aber die waren alle lieb und nett. Damals hat Unterrichten wirklich noch Spaß gemacht. 46 Kinder sind damals in ihrer Klasse. Heute ist Roswitha Gruber 80 Jahre alt und längst eine erfolgreiche Schriftstellerin. Aber an ihre Zeit als Lehrerin denkt sie noch oft. Aber damals war man noch wer. Der Pfarrer kam als erstes, der kam gleich nach dem lieben Gott. Und dann kam der Lehrer. Und wenn man wir waren ja drei Lehrer und ich war die einzige Lehrerin. Das hieß also nicht Lehrerin, sondern die Lehrerin. Und die hatte natürlich einen sehr hohen Stellenwert hier. Lehrer sind Zehnkämpfer. Deutsch, Mathe, Erdkunde, Naturkunde und, und.
Sie müssen alle Fächer beherrschen. Und viele Kinder finden es toll. Schule ist eine willkommene Abwechslung. Für die war Schule schön. In der Schule konnten sie stillsitzen, brauchten nicht arbeiten. Und wenn Pause war, dann sind die rausgestürmt und haben wir gespielt draußen. War natürlich herrlich, dass sie mal spielen durften. Zu Hause kamen die ja nicht zum Spielen. Die hatten die Ferien zum Arbeiten. Dann gab es nur vier Wochen Sommerferien. Da mussten sie bei der Getreideernte helfen. Und im Herbst gab es 14 Tage Kartoffelferien. Da mussten sie bei der Kartoffelernte helfen. Also die Kinder waren wirklich von ihrem 6. Lebensjahr an eingespannt. Anfang der 60er Jahre, also ich war ja 61 bis 62 hier, da war es wirklich für die Kinder noch kein schönes Leben. Ihr eigenes Leben findet hier statt, in der Lehrerwohnung, über dem Klassenzimmer. Spuren von damals sind bis heute zu sehen. Privatleben findet nur am Wochenende statt. Es herrscht Residenzpflicht. Das bedeutet, ihr Verlobter muss zu ihr reisen. Von Mainz nach Marlborn, in den Hunsrück. Liebesbesuche unter besonderen Bedingungen. Er hat mich manchmal besucht. Und der Pfarrer hat natürlich das Auto gesehen. Und dann hat er gefragt, wo schläft denn ihr Bräutigam? Habe ich gesagt, bei Bernhards, das ist das Nachbarhaus. Und da hat er tatsächlich geschlafen. Da konnte der Pfarrer nichts mehr dagegen sagen. Nachts war er ja außer Haus. Damals waren noch strenge Sitten. Strenge Sitten, auch vor der Hochzeit. Denn vor dem Jawort muss die Frau Lehrerin selbst in den Unterricht. Den Brautunterricht. Wir wollten in Trier heiraten. Dann hatten wir beim Pfarrer den Brautunterricht. Das war Pflicht. Da wurde man aufgeklärt, eben, dass man jedes Jahr ein Kind kriegen muss. Und dass das, was vorher verboten war, Pflicht ist. Und dann hat er gesagt, also Herr Gruber, das muss ich Ihnen sagen, Sie müssen jedes Jahr ein Kind kriegen. Und dann sagte Herr Gruber, also Herr Pfarrer, meine Frau ist jetzt 22. Wenn wir jedes Jahr ein Kind kriegen, bis sie 42 ist, haben wir 20 Kinder. Sagt der Pfarrer, nein, so ist das ja nicht gemeint. Also die ersten 3 Jahre und dann können Sie mit Ihrem Pfarrer reden, ob Sie langsamer machen dürfen. Sie machen langsam, die Grubers. Am Ende bekommen sie 2 eigene ABC-Schützen. 2 Kinder, trotz des göttlichen Drucks. Lehrerin ist Roswitha Gruber mit Leib und Seele, auch weil sie sich immer was Neues einfallen lässt. Ach ja, Petticoat war auch gut. Damals trug man ja Petticoat und die kostet Geld. Und die jungen Mädchen konnten sich die ja nicht leisten. Und die im 7., 8. Schuljahr, mit denen habe ich Petticoats genäht. Es gab eine Schulnähmaschine, das fand ich sehr gut. Und dann haben wir eine Petticoat-Sparkasse gegründet, so wie eine Bausparkasse. Die Mädchen haben immer, wenn sie 10, 20 Pfennig hatten, mir gebracht. Und wenn ich 5 Mark in der Kasse hatte, dann habe ich so viel Stoff gekauft, dass es für ein Petticoat reichte. Man konnte schon mal einen nähen. Dann haben wir weiter gespart und dann kam die zweite dran und dann die dritte, bis alle ihren Petticoat hatten und sie waren mächtig stolz auf ihre Petticoats. Ein Jahr lang bleibt Roswitha Gruber die Lehrerin von Marlborn. Dann zieht es sie weg, zu ihrem Mann. Der Abschied berührt sie bis heute. Sehr traurig. Die Schüler haben geweint, ich habe geweint. Die haben mir Absichtsbriefchen geschrieben und zugesteckt. Die haben mir Bildchen gemalt. Und ich weiß noch, ich habe da am Pult gesessen, geweint. Die Schüler haben in ihren Bänken gesessen und haben geweint. Und heute würde ich die Schüler einem Abschied in die Arme nehmen und mal drücken. Hat man damals nicht gemacht, gell? Aber heute würde ich das machen, um es ein bisschen zu trösten. Nicht weit von der Burg Hohenzollern auf der Schwäbischen Alb liegt ein zweiter geschichtsträchtiger Ort, der noch viel älter ist. Eine Villa Rustica, ein römischer Gutshof aus dem 1. Jahrhundert. Vor bald 60 Jahren entdeckt Gerd Schollian hier die ersten antiken Fundamente. Seither graben sie jedes Jahr neue Gebäude aus. Einige rekonstruieren sie. Als Kind, noch lange bevor er weiß, welche Schätze unter seinen Füßen verborgen sind, spielt er im Sommer genau hier.
Man hat Fange gespielt auf den Bäumen. Da hat man Bäume, Tannen gesetzt gehabt, die waren 10 Jahre alt. Und da ist man, hat man Fange gespielt von einem Gipfel zum anderen. Ich habe geschwungen mit den Bäumen, hat es Ratsch gemacht, dann bis kopfüber mit dem Gipfel wieder runtergesaut, Kopf in den Boden rein und so weiter. Das hat dann auch wieder wehgetan. Und die Hose war kaputt von hier bis hier, nach Hause gekommen. Und dann hat es hinter die Löffel gegeben. 1946 ziehen die Eltern von Gerd Schollian aus dem zerstörten Friedrichshafen ins Dorf Stein bei Hechingen. Da ist er 5 Jahre alt und findet schnell Freunde. Im Sommer tobt er jeden Tag mit einer Bande von Jungs draußen herum. Ich war eigentlich so immer ein kleiner Knirps. Und so mit 6, 7 Jahren, 8 Jahren sind wir ganz hier in der Nähe, im Wald, an einer großen Eiche gelandet. Und dann hat es geheißen, Mutprobe raufklettern. Oje, habe ich geguckt, raufgeguckt, oje. Und oben war ein Nest, ein Habichtnest. Und da bin ich dann raufgeklettert und dann hat es geheißen, reinfassen. Und wahrscheinlich hat der gerade gebrütet und ich habe reingefasst, hat der mich vielleicht in den Finger reingebissen. Und dann wieder runter, ich habe so gezittert vor Angst. Ne? Also ohne Mutprobe war man damals kein Kerl. Sommer. Die Jungs verbringen die Zeit am liebsten am Wasser. Ich habe schwimmen gelernt hier in der Starzl im Bach. Es gab einen Gumpe, haben wir gesagt, einen kleinen 3 Meter langen Bereich, wo es 2 Meter tief war. Und da ist man von einem kleinen Absatz runtergesprungen und dann haben wir, wie gesagt, kundelt. Da habe ich dann so schwimmen gelernt und da sind dann die älteren Schüler, die Junggesellen reingegangen bis hierher und man musste dann von einem zum anderen probieren zu schwimmen und so haben wir dann letztendlich schwimmen gelernt, wobei das überwiegend die Jungs waren. Von vielen Mädchen gab es damals viele, die selbst im späteren Alter überhaupt nicht schwimmen konnten. Du hast dich gehütet zum Sagen, ich kann nicht schwimmen. Im Gegenteil, du hast froh sein müssen, wenn sie dich in den Unterdunk dann. Du hast gesagt, oh, der kann nicht schwimmen, den Dunkel machen wir ein bisschen. Dann haben wir die Unterdunk, dass du halb versoffen bist. Dann schwänzt so du, als ob du ein schwimmen könntest. Da hatten wir einen Lehrer und der wollte unbedingt uns das Schwimmen beibringen. Und so machte er im Schulhof einen Trockenschwimmkurs mit uns. Jetzt weiß ich nicht, darf ich das kurz vormachen? Also wir mussten uns in Reih und Glied aufstellen und dann ging's los. Diese Bewegung und gleichzeitig, wenn man die Fingerspitzen oben hat, muss mit dem rechten Fuß geschoben werden. Und das haben wir gemacht, bis wir es drin hatten. Und da gab es dann getrennt Mädchenbad, Bubenbad. Wir haben im Bubenbad gebadet, die Mädchen im Mädchenbad. Und dann war man natürlich neugierig. Ist ja klar, Mädchen mit 13, 14, was hat man gemacht? Wir sind durchs Weizenfeld geschlichen, da lagen dann die Mädchen. Einer ging dann hin und hat das Oberteil der inzwischen jungen Dame geklaut. Wir haben mit rumgetanzt und so weiter. Am anderen Tag in der Schule rauskommen. Und da gab es dann 4 runtergezogen, Strafarbeit und so weiter. Das war dann der Dank der Neugier vom Lehrer her. Nichts und niemand ist vor ihren Streichen sicher. Wir hatten hier am Ort einen Senior, einen älteren Mann. Und wir haben immer Verstecken gespielt und der hat immer geschimpft wegen Ruhestörung. Dann haben wir gesagt, dir drehen wir einen. Sind wir also zu 5 zu 6 gewesen, haben einen großen Backstein an eine Schnur gebunden, dann um die Schnalle der Tür rumgebunden, die Schnur dann so 5, 6 Meter hinter Reisigbüschel. Der hat also rechts Reisigbüschel gelagert gehabt und da habe ich mich dahinter versteckt. Und ich musste ziehen, habe gezogen, ist rausgekommen, ja, wer da? Niemand da, wieder rein. 2, 3 Mal und dann ist er wütend geworden. Ihr Lausbuben, ihr Lausbuben. Und wissen Sie, was er gemacht hat? Er ging hin, wahrscheinlich hat er ein Bier getrunken, musste austreten, stand an die Reisigbüschel und hat sein Wässerle mir genau übers Gesicht runterlaufen lassen.
Ich konnte natürlich nicht vorgehen, weil ich sonst einen Frack voll gekriegt habe. Da bin ich dann raus und unter dem Gelächter der Kameraden musste ich erst heimgehen und mich umziehen. Ich war total nass von oben bis unten. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es ist Sommer auf der Schwäbischen Alb. Überall der Duft nach Heu und Getreide. Eine Gegend mit rauem Klima. Aber im Sommer wird es selbst hier heiß. Nur in den vielen Höhlen bleibt es kühl. Für Kinder in den 1950er Jahren ein richtiger Abenteuerspielplatz. Und nicht nur hier. Überall lauern Abenteuer. Wir haben uns eine alte Decke mit in den Garten genommen und haben uns draufgesetzt, zu zweit oder dritt. Und dann haben wir die Reisen gemacht auf dem fliegenden Teppich. Wir haben so runtergeguckt, ach, da sehe ich doch ein goldenes Dach. Oder ach, oh, und diese Kuppel. Und wollen wir jetzt hier landen? Nein, wir fliegen noch weiter. Wir brauchten nicht viel. Ein Ball genügte, ein Gummiball. Ein Reifen, eine Felge genügte. Ein altes Fass genügte. Um sich den Sommertag zu vertreiben. Gabriele Reulen Surek und Heinz Surek. Sie haben die meiste Zeit ihres Lebens in Laichingen bei Blaubeuren verbracht. Gabriele ist hier geboren. Ihr Vater ist der Zahnarzt des Dorfes. Heinz kommt mit seiner Mutter und dem Bruder aus Ostpreußen hierher. Der Vater ist tot. Mit nichts müssen sie sich eine neue Existenz aufbauen. Im Sommer beobachten sie jedes Getreidefeld. Wann fangen die Bauern an zu ernten? Sobald es losgeht, stehen auch sie in den Startlöchern. Und da haben wir die Felder, die bereits abgeerntet waren, abgegangen, um einzelne Ähren zu sammeln. Das haben wir dann bei Müller mahlen lassen und hatten dann ein ganzes Säcklein Mehl, das mehrere Monate dann gereicht hat. Wir Spitzbuben sind natürlich oft hin und haben ein Getreidefeld rausgesucht, wo die Ähre noch da stand, haben wir die Schere gehabt und haben den Sack natürlich damit gefüllt. Aber auf jeden Fall war der Vater dann stolz, wenn man abends mit einem kleinen Sack heimgekommen war. Gabrieles Vater ist der Dorfzahnarzt. Ein Privileg. Während andere Kinder auf den Höfen ihrer Eltern mitarbeiten, hat sie Zeit zum Spielen. Es war oft so, gerade im Sommer, dass dann abends so nach 8 Uhr noch die Haustür klingelte und vielleicht auch erst um 9 und man schaute raus und wer ist da? Oh, ein Patient, ich habe so Zerwei. Und wenn mein Vater sagt, und warum bist du nicht früher gekommen? Ja, das geht doch nicht. Mitten in der Ernte kann man also nicht kommen und dann fällt es einem abends ein oder samstagabends oft. Bevor man dann sonntags in die Kirche geht, dann hat man noch geguckt, ob man noch zum Zahnarzt gehen kann. Gabriele liebt den Sommer. Sie ist ein richtiger Wildfang. Als ich älter war, da habe ich mich dann mehr mit den Jungs aus meiner Klasse zusammengeschlossen. Da sind wir auch in die Wälder und haben Indianer gespielt. Da musste man, wenn man ein tapferer Indianer war, musste man also einem Maikäfer den Kopf abbeißen. Also da habe ich mich dann etwas davon distanziert, weil ich habe das dann auch argumentiert, dass Indianer sowas nicht gegessen haben, dass die wohl mehr auf der Jagd waren. Wenige Jahre nach dem Krieg gibt es überall in den Wäldern noch Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. Kein Spielzeug. Und doch auch faszinierend. Bei unseren Spielen im Wald haben wir einmal eine riesige Stahlschachtel gefunden, eine Munitionsschachtel. Darin waren meterweise Patronenkugeln, eben für Maschinengewehre. Was sollten wir damit tun? Die einen sagten, komm, die deponieren wir. Die anderen wollten sie verkaufen, aber an wen? Wir haben unseren wertvollen Fund brav abgeliefert. Und in Hecken drin haben wir einen alten Schützengraben gefunden. Und da kommt auf einmal ein Kamerad von uns raus mit einer Maschinenpistole und schreit, Hände hoch, Hände hoch, Hände, und probiert immer wieder abzuziehen. Wir haben dann gesagt, tu ja das Ding wieder da rein,
Aber wie es war, man hat uns in der Schule verschwätzt. Und der damalige Bürgermeister, mein Amtsvorgänger, der hat uns aufs Rathaus geholt. Was habt ihr gefunden? Wo habt ihr was gefunden? Wir haben es ihm erklärt. Die Polizei, der Lehrer, der Bürgermeister haben dann diese Maschinenpistole geholt. Im alten Rathaus, drückt dreimal drauf, peng, peng, peng hat es gemacht und der Schuss hat sich gelöst. Also der Freund hätte uns quasi erschießen können. Jungs, das war knapp. Sommer, da haben nicht nur die Bauern, sondern auch die Schutzengel alle Hände voll zu tun. Im Süden des Dahner-Felsenlandes liegt Petersbechel, eingebettet zwischen Frankreich und der Westpfalz. Hier sind die Jungs am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs. Damals wie heute. Erwin Wirth macht das aus Überzeugung. Der gelernte Schreiner liebt die Natur, liebt den Wald, liebt es, Holz zu bearbeiten. Angefangen hat alles mit einem Taschenmesser. Taschenmesser muss jeder Junge in der Hose haben. So wie heute das Smartphone wahrscheinlich, gell? Ja, Taschenmesser habe ich immer bei mir gehabt, um irgendwas zu schnitzen, irgendwas abzuschneiden oder ob es nur ein Schilf abzuschneiden war, weil es ein schönes Fähnchen gehabt hat oder irgendwas. Holz, Holz und noch mehr Holz. Mittendrin Erwin Wirth, der Holzversteher. Kaum aus der Schule erlernt er bei seinem Nachbarn das Schreinerhandwerk. Vorher verbringt er mit seinen Freunden jede freie Minute in der Natur. Da war ein Bahndamm und auch ein Bachlauf. Und da sind wir natürlich immer an die Bach das Wasser holen, für die Gatte zu gießen. Haben dort natürlich auch Frösche und Mölche. Und egal was es alles gab, Lurche, die haben wir da gefangen und auch wieder laufen lassen und da einfach gespielt. Sind auch mal in den Bahndamm gegangen und haben dort ein Lager gebaut. Mal geguckt, wann der nächste Zug kommt, mal den Kopf auf die Schiene gelegt, hört man schon oder so. So Sachen, was man so als Junge so getrieben hat. Man probiert aus, das ist klar. Ein Pfeil und Bogen natürlich, geguckt, ob man einen Has erlegen kann mit dem Pfeil, was natürlich nie geklappt hat, oder einen Vogel runterzuholen. Aber dann haben wir auch Muster reingeschnitzt und egal was. Also hat dann jeder so seine eigene Technik entwickelt. Geguckt auch, was für Schnur am besten ist, ob es eine Nylonfaden ist oder eine Wurstkordel ist, die man drauf gespannt hat auf der Bogen. Man hat also seine Technik entwickelt und die Pfeile haben wir meistens aus Schilf gemacht. Und haben das Schilf natürlich vorne in den Nagel rein, dass das natürlich auch für den Hasen dann tödlich sein könnte, wenn man ihn trifft, was natürlich nie geklappt hat. Und so Sachen hat man dann schon ausprobiert. In seiner Werkstatt arbeitet Erwin Wirth mit Maschinen, die weit älter sind als er. Seit 120 Jahren schneidet dieses Sägewerk schon Baumstämme in dünne Bretter. Bretter, aus denen auch Weinfässer gemacht werden. Die kennt Erwin Wirth in- und auswendig. Was ich mich auch erinnere, dass ich dann immer so am Ende vom Sommer bei unserem Nachbar, beim Winzer, in die Holzfässer gestiegen bin, beispielsweise, und die Weinfässer gebürstet habe. Boah, da war ich vielleicht so 10, 12 Jahre. Man ist ein kleiner, schmächtiger, schmaler Kerl. Und du musst dann in ein Weinfass reinkrabbeln, weil das Weinfass setzt sich auf den Weinstein an. Und in dem Weinstein sind dann auch Ablagerungen vom Wein und egal was. Und das muss dann gebürstet werden. Das heißt, du hast einen Gartenschlauch reinbekommen mit Wasser und eine Fassbürste. Und dann hast du angefangen, von oben nach unten das Fass zu bürsten. Und standst natürlich in den Gummistiefeln, auch zum Teil im Wasser und so. Und
dann hast du das Wasser am Schluss auch wieder rausbürsten müssen aus dem Fass. Sonst hast du dich ja ins Wasser gelegt, um rauszukrotteln. Weil du bist ja dann im Grunde kopfüber ins Fass rein, ein Arm nach oben und der andere Arm nach hinten, dass du schlank und rank warst, um durch das Weinfass reinzukommen. Und das gleiche Weg musst du dann auch wieder nach draußen antreten. Schaffen kann er, der Erwin Wirth. Heute und auch schon als kleiner Bub. Ein ganz braver Junge ist er. Fast immer. Die klassische Erziehung mit dem Lederriemen habe ich schon noch erfahren. Meine Mutter war weg und ich habe meinen älteren Bruder, wir hatten so einen Treppenaufgang mit so einem Holzverschlag, wie das war, einstöckiges Häuschen damals. Mein Bruder ist in diesen Verschlag reingegangen und ich habe dann den Riegel von außen zugemacht und mein Bruder saß dann da drin, hat gedacht, er macht sich nützlich, nimmt dann den Hammer und klopft alle Nagelspitzen, die in diesem Treppenaufgang ihn herausguckten, klopfte er mit dem Hammer zurück. Da ist natürlich durch die Tapete im Bad sind die Nägel rausgekommen. Der Vater kam heim, Bad muss neu tapeziert werden und alles. Da hat es natürlich mit dem Lederriemen ordentlich Ende gegeben hinten drauf. Auch in der Schule gehören solche Bilder einfach dazu. Sie sind ein wesentlicher Teil der Erziehung. Zeit für Schabernack bleibt aber eh nicht viel. Wir kamen heim, das Essen stand auf dem Tisch. Er hat dann gleich gegessen und später schon um 2 Uhr sind wir dann raus aufs Feld oder Gatter oder Weinberg. Und wenn wir dann heimgekommen sind, haben wir unsere Hausaufgabe gemacht. Die Mutter hat nebenbei das Essen gekocht. Wenn der Vater dann so um 5:30 heimgekommen ist, 6 zum Abendessen, dann konnte ich noch eine Stunde spielen. Dann kam Sandmännchen und dann ab in die Kiste. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Bauernkinder müssen im Sommer mitschuften. Kinder von Handwerkern haben da mehr freie Zeit. Können kicken, Versteck spielen, herumtoben. Paul Selgmüller gehört zu diesen Glücklichen. Damals sind die Sommer endlos. Und jeden Tag stellen sie etwas an. Was ich selten zu den üblichen Verdächtigen gehört. Das war in jeder Schule, in jeder Klasse, war das ja, hat es ja Lausbuben gegeben. Meine Oma hat immer gesagt, Lausbuben, schlaß Haus zu, schlaß nochmal zu, bist du nachher der Lausbuben. Und zu den Lausbuben, wo man, denen hat man das ja schon angesehen, dass Lausbuben sind, da habe ich nicht dazugehört. Ich war eher Helling, ein bisschen heimlich. Darum bin ich auch nie erwischt worden. Paul Selgmüller, Heimatforscher und oberschwäbisches Original aus Bergertreute. Paul ist das einzige Kind, immer beobachtet von Mutter, Großmutter und sogar Urgroßmutter. Das alte Backhaus aus Bergertreute, heute im Bauernhausmuseum Wolfegg. Früher steht es unbenutzt neben Pauls Schule. Ideal, um heimlich zu rauchen. Auf die Lunge hat man gekauft, man hat ja so Paff, dann hat man die angezündet und den Rauch so ausgebaut, das war nur super. Kurz vor der totalen Entspannung haben wir plötzlich gehört, wie da einer zum Fenster reinschaut. Ja, Himmel, Gott, Heiland, Sakrament, was ist denn da los? Komm nur raus, ich hau euch das Zeugen. Und ich bin zu tot erschrocken und denke, leck mir was. Raucher, Mensch, wenn der jetzt wischt, der haut uns durch. Und dann mein Kumpel Franz Josef, der hat die bessere Nerven, hat gesagt, ganz ruhig bleiben, der KI3. Für dir hat er keinen Schlüssel und zum Fenster passt er in 3. Und plötzlich hören wir noch mal jemanden schwätzen. Ein bisschen weiter weg, jetzt hat da einer gesagt, der hat das Auto putzen da drin. Im Nachbarhaus hat er gesagt, ja Georg, was hast du denn? Was ist denn los? Was tobst du denn so? Jetzt ist der mir umgelaufen. Und dann sind wir ab, ich bin noch nie mehr so gesprungen in meinem Leben. Also bei den Bundesjugendspielen war ich die lahmste Sau von allen, aber da hätte ich alles geschlagen. Eine Frage, die Paul und seine Freunde ständig umtreibt, ist, wie kommen wir zu Geld? Taschengeld,
gibt es damals nicht. Da hat sein Freund Manne eine Idee. Wir finden einen Schatz. Vielleicht in einem verlassenen Haus. Am Ortsrand steht so ein Gebäude, das sehr nach versteckten Schätzen aussieht. Mensch, der Bierkeller. Der Bierkeller ist uralt. Für uns als Buben war der mindestens 1000 Jahre alt. Das ist ja, ja, da muss ja etwas drin sein. Ja, also sind wir dann auch schön, dass abgeschlossen haben. Nein, wie könnten wir das rausbringen, ob das lohnenswert ist, um da einzubrechen? Also sind wir nachgegangen und dann haben wir so Sack in Fetzen gerissen, haben das angezündet und haben das zu den Belüftungsschächten abgeworfen. Du hast ja gedacht, es ist noch Gold und Silber da unten, es lohnt sich zum Einbrechen. Und plötzlich hat das angefangen zu brennen da unten. Aber wie? Dann haben wir gedacht, Jesus Gott, das wird nicht abbrennen, um Gottes Willen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns aufteilen. Wir dürfen erstens ins Ort nicht kommen aus der Richtung vom Brand. Wir müssen uns aufteilen. Also wir sind in die entgegengesetzte Richtung gelaufen und haben uns aufgeteilt. Der eine ist in die Richtung ums ganze Ort rumgelaufen und von dahinter wieder herkommen. Und der andere ist in die Richtung und ums ganze Ort wieder rumgelaufen. Und wir haben uns geschworen, nichts zu sagen. Am nächsten Tag in der Schule, alles ruhig. Auch am übernächsten. Erst am dritten Tag kommt mit finsterer Miene der Rektor in die Klasse. Oh, Rektor. Oh, der Rektor war ein scharfer Hund. Der Rektor hat da seine Erkundigung eingezogen. Dann haben aus jeder Klasse die übliche ins Rektorat kommen lassen. Und der hat die verhört. Aber keiner hat etwas gewusst. Und wir zwei haben nicht zu den üblichen Verdächtigen gehört. Wir sind an der Sache vorbeigekommen. Und da hat sich noch bloß herausgestellt, dass da innen wirklich brennt hat, so ein Schwelbrand. Mangels Sauerstoff ist das von der Leuhe wieder rausgegangen. Aber ist halt ziemlich viel kaputt geworden. Also das war das einzige Mal, wo ich mit dem Feuer gespielt habe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Mosel bei Winningen. Hier bauten schon die Römer Wein an. Und hier wird das älteste Weinfest Deutschlands gefeiert. Mitten im Sommer. Lothar Specht und Frank Hofbauer sind mit Weinköniginnen und Weinhexen aufgewachsen. Schon vor 5 Jahrzehnten immer ganz nah bei Wein und Hex. Lothar Specht. Ja, das sind immer hübsche, adrette, junge Mädchen. Und bis vor einigen Jahren war das Kleid der Weinhex immer das sogenannte Flammenkleid. Und für mich, als alten Mann, das ist für mich das Symbol von der Weinhex. Und nicht heute lassen sie sich teure fast Dirndl oder sowas schneiden. Und Abendkleider, ja. Und das ist für mich nicht das Symbol der Weinhex. Für mich ist das die Flammenkrone mit dem entsprechenden Kleid. Lothar Specht ist auch heute noch Feuer und Flamme, wenn es um das Weinfest geht. Seit mehr als 6 Jahrzehnten ist er dabei. Angefangen hat die Liebe zum Fest als Schulbub. 2500 Menschen leben in Winningen. Viele von ihnen sind schon Tage und Wochen vor dem 10-tägigen Fest im Dauereinsatz. Sie hämmern. Sie flexen. Sie putzen. Und noch vieles mehr. Es wird gekehrt und es wird geschmückt. Das Moselfest ist noch ein Fest, hinter dem die Winninger Bevölkerung steht, bei dem viele mitmachen. Es sind ungefähr 250 Leute, die mitmachen. Und das geht ja so gar nicht. Und es fängt halt an, dass Tannengrün im Wald geschnitten wird, um damit Girlanden zu binden. Und ich glaube, das ist für Winninger schon bezeichnend, diese geschmückte Gasse. Zum einen eben mit Fahnen. Fast jedes Haus ziert eine Winninger Fahne, blau-rot, mit dem rot-weiß geschachten Wappen. Und zwischen vielen Häusern werden eben diese Tannengirlanden aufgehängt. Und anschließend wird schon am Tag oder 2 Tage vorher das Fest bei einem schönen Essen und Trinken eingeleitet.
Als kleines Dankeschön an all die freiwilligen Helfer. Rund um Lothar Specht. Vielleicht war es sogar früher noch mehr Remi Demi. Dazu, weil sie eben auch mehr getrunken haben früher. Ja, wir wollen auf einen heben. Bus, Bus, Bus. Die Nachkriegsjahre. Der Moselwein fließt in Strömen. Die Königin fängt an und sagt, als Winninger Wein ist Königin, trete ich heute vor euch hin. Spend uns deinen goldenen Wein, er möge uns ein Labsal sein. Und dann kommt die Hex und sagt, ich weiß es nicht. Freut euch hier bei Spiel und Tanz. Denkt nicht an gestern, nicht an morgen. Sonnt euch in des Weines Glanz. Er öffnet den Brunnen mit Zauberkraft, auf das entquille der Rebensaft. Schon perlt er in des Brunnens Krügen. Trinkt nun gebündelten Sonnenschein, Winningens berühmten Hexenwein. Trinkt, Freunde, trinkt in langen Zügen und stimmt jubelnd mit mir ein. Es wird ausgelassen gefeiert und getanzt. Die Mark sitzt locker im Portemonnaie. Ich kann mich noch entsinnen, ich war damals zufällig auf der Sparkasse und 49 gab es hier noch 5 Pfennig und 10 Pfennig als Scheine. Da kamen die mit einem Wäschekorb voll Scheinen und haben die in die Bank, ich war zufällig in der Bank, haben die das hinter die Theke geschüttet, damit die da zählen konnten. Mein Vater war Kassierer der Schröter Zunft, die eben einen der Weinausschankstellen hier betrieben hat. Und als Kind erinnere ich mich gut, dass dann morgens immer derjenige, der die letzte Schicht hatte, die Kasse zu uns brachte. Und dann wurde das Geld auf den Wohnzimmertisch gekippt und gezählt. Und das hat mir als Kind immer enorm Spaß gemacht, da mitzuzählen und dann die Stapel zu sehen und hinterher dann auch das Geld zu rollen. Und bis dann noch schöne Summen bei rauskam, war es doppelt schön. Dieses ganze Geld fließt am Schluss bei mir zusammen. Seit 1981 bin ich also Kassierer von Touristik Winningen und mit dem Ziel, nächster Schluss. Steile Hänge, schöne Ausblicke. Der Trauf der Schwäbischen Alb. Die Bauern haben im Sommer keine Zeit, die Schönheit der Natur zu genießen. Die warmen Tage sind Stress pur. Wie lange hält das trockene Wetter? Reicht die Zeit, um Heu und Getreide einzufahren? Besonders schwierig wird es, wenn die Felder am Hang liegen. Und dann hat er mal Molle, ist nicht weit weg von hier. Ach, so ein Scheißbuckel. Und da konnte man gar nicht so einfach hinfahren. Und dann muss man den Wagen rückwärts da reinschieben. Und wir waren da gestanden, der war noch gar nicht voll. Und was der Teufel was, der Wagen bewegt sich. Und da geht er den Berg runter. Oh Gott, und unten sind die ersten Häuser. Oh Gott, und dann durch diesen Zaun durch. Und bei diesem, wir hatten Kaiser, der Schreinersepp, bei dem in Garten rein. Und da ist der Karre dann gestreckt übereinander und der Schreinersepp kommt raus und Gottes Willen, was ist los? Wir mussten das dann wieder abbauen. Das war ja, die Wege waren ja geschickt. Man konnte die ohne weiteres zerlegen, dann wieder kurz 10 Minuten zerlegt und wieder hoch und wieder zusammenbaut und das ging weiter. Ach, diese Bügel und diese Heuerei an den Bügel. Der Hof der Familie Kottmann liegt unterhalb der Schwäbischen Alb in Gosbach. Seit über 200 Jahren bewirtschaften sie ihn. Dazu gehört auch ein Gasthaus, der Hirsch. Als Kind gibt es für August Kottmann selten ruhige Tage. Immer muss er irgendwo mit anpacken und trägt dabei oft große Verantwortung. Die Landwirtschaft haben sie in den 70er Jahren aufgegeben.
Geblieben ist die Brennerei, einer der Lieblingsorte von August Kottmann. Früher als Gaststube und Stall dicht nebeneinander liegen, ziehen manchmal Gerüche herüber. Einmal sogar noch mehr. Und an diesem Morgen kam dann plötzlich jemand kurz nach dem Frühstück, das war so mal 8:30, und gesagt, oh, ihr solltet kommen dahin, da sind deine Rindler ausgebrochen. Ah, okay, wir kommen gleich. Und dann gingen wir hindrehen und haben gesagt, weißt du was, die wenige Hose sind, die holen wir jetzt heim. Und so haben wir die auch hier auf den Gasthof zugetrieben. Und dann, wenn man vor dem Gasthof steht, sieht man ja genau, rechts ist das Scheunentor und dann links war die Gaststätte und da war auch die Haustüre mit der Treppe so nach oben. Und beide Türen standen auf. Und jetzt dachte mir natürlich, ja klar, das Rindviech, das Rindle, das geht jetzt in die Scheune rein. Herr Pfeiferdicke, genau das Gegenteil war. Jetzt ging das genau die Treppe hoch und kommt dann rein, geht den Hausgang runter. Hier drin saßen die Holländer mit dem Frühstück. Und dieser runde Tisch, so wie er hier steht, war damals schon so. Und als ich so durchgeschlittert kam da rein, die saßen hier, haben das Rindviech erlebt beim Frühstück. Das ging um den Tisch rum, zur Tür wieder raus und ging wieder raus zur Haustüre. Also die Holländer, ich sag's euch, die werden im Leben nie vergessen, was sie in Deutschland waren und mit dem Frühstück mit Rindviechern in einem Raum saßen. Das ging glimpflich ab. Aber immer wieder gibt es im Dorf Unfälle, wenn Bullen ausreißen. Einmal, er ist 14, wird er mit seinem kleinen Bruder losgeschickt. Ein Bulle hat den Zaun durchbrochen. Wir hatten einen ganz normalen Viehstecker dabei, weil man einfach ein bisschen braucht, um seinen Arm zu verlängern. Und lief auf ihn zu, so auf diesen. Und der bewegte sich nicht, stand ganz still. Das war schon ein bisschen außergewöhnlich. Und ich gehe auf ihn zu und sage, hey, hopp, hopp, auf. Und der bewegte sich nicht, überhaupt nicht. Und der stand ganz steil nach unten. Und wo ich so 2 Meter vor ihm war, das war wie aus der Pistole geschossen. Das ging in Sekundenbruchteilen so schnell. War der bei mir, der hatte Hörner wie so ein spanischer Stier nach vorne und hat mich genau so erwischt mit beiden hier durch. Also nicht, weil das wäre tödlich. Durch und ich war auf dem Kopf von dem gelegen. Und dann ging es so circa 200-300 Meter die Wiese entlang. Und wenn ich runterfall, bin ich erledigt. Ich habe mich am Kopf gehalten, er wollte dann immer mich erwischen. Und wie lange das ging, weiß ich nicht. Mein Bruder war noch dabei und irgendwann hat es sich doch einmal dann gegeben. Aber ich habe wochenlang hier die ganze Muskulatur und die ganzen Knochen eben da gepresst dabei. War schrecklich. Aber diese Sache, die hat mich im Leben geprägt. Unwahrscheinlich. Gar nicht weit weg vom Donnersberg, der höchsten Stelle der Pfalz, liegt Gohnbach. Ein Dorf mit einem Schatz aus längst vergangenen Tagen. Und diese beiden Herren schauen ihn sich immer wieder gerne an. Denn der Schatz erzählt auch ihre Geschichte. Es ist ein Film über den Alltag ihres Ortes. Gedreht von einem Gohnbacher. Im Jahr 1952, als sie noch Kinder waren. Einmal im Jahr wird er aufgeführt. Damals im Gohnbach der früheren Zeiten. Und dann war dann halb Gohnbach da auf der Beine vor dem Milchhaus mit dem Stuhl. Das war das erste Open Air Kino, ne? Also weit und breit. Und das war halt eine Sensation für die Gohnbacher. Bernd Feldner und Waldemar Maas. Der eine, Bernd Feldner, ist der Dorfchronist. Der andere, Waldemar Maas, lebt in Gohnbach, als der Film gedreht wird. Sie beide kennen jeden Zentimeter der alten Filmrolle, kennen die Namen, die Menschen auf den Bildern und deren Geschichten. Ein Zeitdokument, das sie bis heute bewegt. Aber es zeigt, wie arm dass der Ort, das war ja 1952, damals war, die Häuser, die Menschen, wie arm die gekleidet waren. Und wie alt damals schon die Menschen mit 40, 50 Jahren ausgesehen haben. Durch die Kleidung, durch das
verschafft waren, die wie wir sahen. Und da denkst du, das sind alle 70- und 80-Jährige, weil die waren noch nicht mal 60. Und das spiegelt der Film so ein bisschen zurück, dass eben diese Einfachheit, die Straße war noch nicht asphaltiert, da sind noch Fahrrinnen. Und dann ist eine Szene, wo so ein fliegender Händler mit dem Dreirad so ein Auto kommt und die Leute alle hingehen und kaufen, weil damals war ja noch kein Geschäft hier. Das kam ja erst später. Knapp 20 Minuten aus den 50er Jahren. Ungestellt, ungeschönt. Mit einer Reihe liebevoller Momentaufnahmen. Die Szene, also eine schöne Szene, ist, als der alte Born da seinen Gaul, also auf gut Deutsch, Kuss gibt. Ne? Der richtig schwere Ackergaul, der hat dann geschmust mit seinem Besitzer und das war eine schöne Szene. Jeder hat seine Lieblingsszene. Szenen, die kaum mehr als wenige Sekunden dauern. Der Willi Nickel, der lebt heute noch in der mit der Mähmaschine. Die Mähmaschine, die Kuh, das Kuhgespann vorne dran, die Mähmaschine hinten dran und hinten dran der Pluxkerl. Da sitzt die Mutter drauf, auf der Mähmaschine sitzt er und da treibt er die Kühe an und fährt mit dem Gefährt durch die Straße. Der Mann, der diese Aufnahmen macht, hat ein Fotogeschäft in Mannheim. Für seine Dreharbeiten kehrt er nochmal in sein Heimatdorf zurück. Auch um einen besonderen Tag im Jahr zu dokumentieren. Und nachdem es ja sonst eigentlich nicht allzu viel gegeben hat und man nicht allzu viel erlebt hat, war die Grabe einer der Höhepunkte. Die Straußbuben, die haben sonntags morgens den Kalbewagen geschmückt, haben einen Strauß gemacht, der nicht so groß war wie heute, sondern den konnte man noch durchs Dorf tragen. Und dann nach dem Umzug wurde dann die Kalberede gehalten. Und dann ging es nach der Kalberede, war immer derselbe Spruch. Und wie so üblich jedes Jahr, die Straußbuben, die tanzen die drei Ersten vor. Also die Straußjugend, die Burschen, die mussten die drei ersten Tänze machen und dann war die Kerwe eröffnet. Die Kerwe dauert nur einen einzigen Tag. Aber an diesem einen Tag ist ganz Gohnbach auf den Beinen. Und dann spülte sich alles in der Gaststätte ab. Und die war so voll, das Gasthaus, dass sich die Leute zum Tanzen anstellen mussten. Ja. Da musste man Tanzgeld bezahlen. Also wer getanzt hat, der musste seinen Obolus abgeben, 10 Pfennig. Und dann konnte er drei Tänze machen. Und wenn die dann die Tänzer, was Saal war voll, 3, 4 oder 5, 6 getanzt haben, sind sie hin raus und durften die andere rennen. Dann musste sich wieder neu anstellen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. Und dann konnten die andere wieder zum Tanzen gehen und dann kam man dann wieder vorne rein. Und wenn er wieder tanzen wollte, hat er müssen wieder 10 Pfennig zahlen. So hat man die Musik finanziert. Fast 70 Jahre ist das hier. Aber wer genau hinschaut, der entdeckt noch heute viele Orte, an denen der alte Filmschatz einst entsteht. Damals, 1952. Das war sie. Unsere Reise in eine fast vergessene Zeit, in der die Schiefertafeln nur so aussehen wie Minicomputer und die Sommertage auf dem Land für die Kinder prall gefüllt sind. Schule, dann Arbeit und erst danach das Vergnügen. So der normale Tagesablauf. Und das immer mit dem gleichen Ende. Auf Wiedersehen und schlaft recht schön.